Willkommen zurück zu Let's Play Terranigma für das Super Nintendo. Ich bin immer noch Mick und ich hoffe doch, ich werde es auch noch eine lange Zeit bleiben. Also, wir gehen in den Orfesterwald. Ich bin fest entschlossen, ich bin motiviert, würde ich gern sagen, aber ich mag den Wald nicht so besonders. Aber wir kommen schon klar. Das wird schon gehen müssen. Roy, du alter Hermesglockenneider. Wir haben unsere tolle Glocke. Die haben wir uns mühsam erkämpft. Hat er was zu sagen? Nee, er hat nichts Neues zu sagen. Ja, ich habe wirklich von dem... Es lebt nicht nur Bösewichte in diesem Wald, sondern... Ah! Hermesglocke erklingt. Das bedeutet einfach Folgendes. Wenn die Glocke bling macht, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir irgendwo lang gehen und die Glocke macht nicht blinkt, dann war es ein Scheißweg und wir sollten wieder zurückgehen und eine andere Abzweigung nehmen. Ganz einfach. Ich will nicht so viele Fledermäuse machen oder sonst irgendwie alles. Und kling, ist klar, gibt noch keine Abzweigung. Muss richtig sein. Und jetzt können wir schon durchprobieren. Geh weg, Hund. Geh weg, Hund. Hund! Sag mal. Super Ausweichhund oder was? Hier oben lang? Ding, ding, das war richtig. Und rechts lang? Wow, 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 hier ist aber was los. Oder kommt es mir nur so vor? Ui. Komm, 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 komm. Hallo, wo bist du hin? So, ich schau mal nach rechts. Und? Das war scheiße. Dann... Jetzt bin ich schon wieder hier falsch. Hier macht's blinken. Ding, ding. Ja, wir hören's. Na gut, vielleicht gibt's auch Taube, die dir so ein Spiel spielen wollen. Okay, es ist doch gut, dass die Meldung kommt. Für Taube ist das sehr gut. Die Armen müssten ja sonst nicht auf die scheiß Glocke erklingen, oder? Also, ich bin nach rechts eben. Gehe ich jetzt mal nach oben. Ding, ding. Das ist schon wieder der Raum. Oder? Okay, von hier aus dann nach oben. Ha! Erfolg! Ja, Hund. Da machst du nichts mehr. Warum laufen hier die Bäume rein? Das ist doch feige und nervig. Das sieht schon wieder aus wie der Raum eben. Ich werde... Es macht nicht mehr Blick. Der Wald macht mich wahnsinnig. Also, von hier bin ich dort nach oben. Ne? Ja. Ja, die Hermesglocke erklingt. Das ist sehr schön. Dann nach rechts. Ha! Es stimmt. Es stimmt. Es gibt Wölfe, aber ich glaube nicht, dass wir das als Anhaltspunkt nehmen, dass hier richtig ist, denn dann wäre der ganze scheiß Wald richtig. Hier gibt es überall Wölfe. Hier gibt es überall Wölfe und Fledermause. Ding, ding, Brücke. Eine Brücke. Okay, wo führt die? Oh, ui. Ach du, ui. Ui, ui, ui. Ich glaube, die führt nirgends mehr hin. Sternenbrücke. Stockholm liegt hinter der Brücke. Die Brücke ist unpassierbar. Ich muss nach einer Umgehung suchen. Ich muss wohl oder übel dem Pfad der Tiere folgen. Alles klar, das wäre dann der hier. Die Glocke sagt nicht ja. Die Glocke sagt nicht ja. Ich glaube aber, den Teil, wo man nicht durchkommt, wo man sich verlaufen kann, haben wir jetzt schon hinter uns, oder? Kann das sein? Na, wir hoffen es einfach. Und viele Fledermäuse überall. Die nerven. Wölfe und Fledermäuse und Wölfe und Wölfe und Fledermäuse. Ja, die sind bei den Wölfen dabei. Genau wie Wölfe. Es gibt Wölfe mit Wölfen. Oh Gott, es ist auch noch dunkel hier. Ui. Hallo. Hi. Hi. Aha. Aua. Wie kriege ich den? So. Nee. Kann man den überhaupt treffen? Das juckt den anscheinend gar nicht. Nee, es sieht nicht so aus. Ui. Ganz viele davon. Aber eine Kiste. Bisschen Geld. Was interessiert mich? Die paar Taler. Wären es 3000, dann könnte man... Hallo? Mir folgt was. Mir folgt was in schwarz. In Schatten. Ja. Das ist nicht schön. Ja, Geister. Nee, Geistermagier eher. Wow. Das Feuer spiralisiert sich durch den Raum. Das ist unhöflich. Ich kann nichts machen. Etwas stimmt hier nicht. Ich fühle, dass mich etwas magisch anzieht.
Könnte es der Geist der Sage aus Loa sein? Oder ein Tier? Was fühle ich? Keine Angst, Angst, keine Angst, Angst, keine Angst, Angst. Ich habe gerade keinen Würfel hier, also sage ich keine Angst. Das stimmt. Mick fürchtet sich für nichts auf der Welt. Auf geht's, lasst uns die Gespenster jagen. Huch. Hi. Warum steht der wie... Hä? Komisch. Stirbt und dann steht er wieder auf. Ist ja komisch. Okay, hier sehe ich nichts. Hier ist nur Müll irgendwie. Von unten bin ich gekommen. Hier geht's dann mal weiter. Oh, Fledermäuse. Geister! Geister! Sag ich doch. Oh, Kiste! Kiste! Ja, Kiste! Oh, die Hundepfeife! Davon haben wir schon gehört. Die hilft uns bei Wölfen. Wie hilft die uns bei Wölfen? Keine Ahnung. Gehen wir es ausprobieren, aber dafür müssen wir sie ausrüsten, würde ich sagen. Ja, das möchte ich bitte anwählen. Geht's hier nach links weiter? Nö. Warum ist die Musik resettet? Das ist doch komisch. So, dann gehen wir hier oben mal lang. Hi, Geist. Och nee, ich warte nicht, bis du wieder aufstehst. Das dauert zu lang. Wir haben doch keine Altersvorsorge. Also können wir sowas nicht machen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Hoch und nix. Super. Hä? Hilfe! Wie? Hilfe? Dieser Schrei kam von hinten. Boah, Fleder. Meilen. Nö. Nö, wer bin ich? Ich finde heraus, was das für ein Schrei war. Ja, sprich mit mir. Ich hatte furchtbare Angst. Meilen, was machst du hier? Ich wollte bei dir sein. Oh Gott, die kleine Fette ist anhängig geworden. Hey, Mick, du bist wirklich stark. Du suchst in diesem Wald nach Storkholm, nicht wahr? Ich begleite dich und werde dir nicht im Weg sein. Glaube ich nicht. Ha, jetzt drehe ich mich um, wollte ich gerade sagen. Ha! Ha! Okay, sie ist wirklich nicht im Weg. Muss ich ihr lassen. Sie hat keine Kollisions-Detection mehr irgendwie. Na gut. Mick wurde gerüstet. Olle, das geht also auch bei denen hier. Oh, scheiß Baumstumpf im Weg. Was soll das? Oh, Geld. 27. Wenig, sehr wenig. Ah, die Brücke wieder. Wir haben es geschafft. Wir haben den Außenweg geschafft. Hier soll doch Storkholm sein, hieß es. Das sieht nicht nach Storkholm aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Puh. Hier links hoch oder rechts oder hüben drüben oder Wolfsbestie. Hey Wolfs. Gelähmt. Warum bin ich gelähmt? Wer lähmt mich? Du Fledermaus. Oh Gott, verseucht. Nee, bitte, bitte, bitte. Mach sowas nicht. Ich hasse das. Oh, Fledermäuse überall. Ich schaff's ja eh nirgends mehr hin, oder? Oh, scheiße, mit so wenig Leben mache ich besser überhaupt nichts. Jetzt muss ich meine teuren Vorräte wieder angreifen. Ich bin übrigens ein sehr intelligenter Mensch, wisst ihr warum? Ich habe gelernt aus meinem Fehler, den ich irgendwann in einem anderen Let's Play mal irgendwann gemacht habe, in irgendeiner Folge. Ich habe einen Kaffee wieder vor mir stehen. Ja, aber diesmal ist es Eiskaffee. Der wird nicht kalt. Der ist es schon. Ich bin genial, ich weiß. Oh. Was ist das? Die Musik kennen wir. Das ist die Musik aus Christa. Oh, die war so toll. Christa war so schön. Christa war... optisch genauso wie hier. Hier sieht's genauso aus wie in meinem Heimatdorf. Was hast du? Du bist plötzlich losgerannt. Alles genau wie bei mir zu Hause. Kaum zu glauben. Ach, diese Dörfer sehen doch alle gleich aus. Ist es nicht bloßer Zufall? Es sieht nicht nur ähnlich aus, es ist absolut identisch. Du musst nicht so laut schreien. Denk nach, noch weiß ich nicht alles über dich, Mick. Wie noch, fang gar nicht so an. Die Musik ist weg. Ich will die Musik wieder haben.
Oh. Wölfe. Ein Rudel wilder Wölfe. Nix, sie verfolgen uns. Was sollen wir nur tun? Ganz einfach. Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Nee, ich setz meine Pfeife ein. Hm, sollen wir flüchten? Pfeife. Mick benutzt die Hundepfeife. Mick, kaum zu glauben, Mick. Die Wölfe verziehen sich. Die Musik könnte sich auch verziehen, bitte. Mal echt umsehen hier. Schild? Ja, nicht lesbar. Hier war... Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was hier war. Hm. Da oben, der kleine Teich. Ach, die Wölfe, hier stehen sie. Ach, geh, ich kann mit ihnen reden. Und die Tür... kaputt. Und hops.